Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Teamprojekt zusammen mit Günni und mit Chris. Oh Mann. Motivation hätte auch nicht so eine Ordnung, ja. Jo, wir sind da noch beim Häckseln. Und jo. Was eigentlich mit dem anderen Feld? Ist schon reif oder? Yeah. Also wenn ich die kann, geht aber schöner. Ja. Hab ein bisschen verkackt. Nee, ist noch nicht reif. Wir können bald zu gut werden. Was heißt bald? Das letzte Wachstumsstufe. Ich dachte, das meist halt auch, oder? Nee, noch nicht. Bin gleich bei euch wieder. Ja, 84%. So, dann düsen wir mal wieder zum Feld und dann schon mal. Und wie geht's euch so? Erzählt's ein bisschen was. Ja, sonst sieht's ganz gut aus, dass mir Brustkorb mies wehtut. Hast du eh erzählt. Nein, ich fahr 99. Ja. Da das komische Mulch-Dings ist, hab ich weggestorben. Ja, wie Justin gerade gesagt hat, das macht Urlaub. Du glaubst ja, sicher. Braucht er doch mal seine Flitterwochen. Das ist aber nur alleine. Deprimierende Flitterwoche. Guten Tag. Oh, Maria. Nee. Oh Gott, nee. Können wir euren Rüdenrover. Rüdenroder haben. Ausleihen. Wann? Wo hast denn Rüden? Am besten jetzt gleich. Was kriegen wir dafür? Gelb. 78.000 pro Minute hätte ich gern, danke. Ja, wahrscheinlich. Ja, eine Stunde in der Stunde in 100, oder? Na. Seid ihr bewusst, dass eure Rüben auch noch nicht reif sind, aber egal. Ja, Justin will ernten, ich frag nur. Hä? Ja. Warum will der ernten, wenn die Rüben ja, nicht mehr reif sind? Weiß ich nicht. Wendestufe. Weiß ich nicht. Warte, ich erst mal runter. Ja, dann zackt es dem vielleicht mal. Dass es da noch gar nicht geht. Ja, der Lehrling will immer viel machen. Chef ist da, was los? Ja, Lehrling ist da, wie er gesagt. Warum willst du Rüben roden, wenn eure Rüben noch keine reif sind? Warte mal, sind du reif gewesen? Lass mich mit deinem Scheiß ein. Warte mal. Lass mich mal gucken. Was machst du da, Junge? Die schöne Hand. Das ist die Wachstumsstufe. Bei uns ist nämlich auch letzte Wachstumsstufe. Lass nicht drüber reden. Zuletzt war ein Bug anscheinend bei mir. Ja, wahrscheinlich noch nicht ganz gezückt. Ja, da hat es ja ganz dünn, bei mir war es nämlich Erntreif. Dann tut's mir leid für die Uneinnehmlichkeiten, dürfen wir aber demnächst den Häcksler haben, wenn sie fertig sind. Na. 1000er pro Stunde, ja. Wie bitte? 1000er pro Stunde. Für 1000 pro Stunde kannst du bei mir was anderes buchen. Ja, passt. Nee, so, tschüss. Den kannst du da kaufen. Aber wir müssen halt erst mal. Ja, ein anderer von dir wollte er schon, tschüss. Wow. Ja, nee, 1000 Euro passen dann schon pro Stunde. Ist ja auch eine große Maschine. Jo. Wir wechseln jetzt erstmal selber als euerstes bei der letzten Wachstumsstufe, oder? Jo, wir wollten aber auch wechseln, wenn wir Phase-Lokal anfangen. Ja, weil dann könnt ihr das nämlich haben, weil unser zweites Feld ist nämlich erst in der drittletzten sowas. Jo, stell den einfach im Hof, wenn er fertig sein. Ja. Wir sagen euch dann Bescheid. Jo. Wenn man halt mal aufs Handy guckt, ey. Das hab ich mal gerade gedacht, wo du hinfährst.
Ich melde gerade auch mit meiner Freundin. Nur mal so zur Info, ich war mal eben über unsere Blöden und Dünge Steuer rüber. Ja, Digga. Lag halt noch mehr. Mann, sorry. Kein Problem. Alles fit. Ey, Entschuldigung. Ja. Ich entschuldige mich für den Praktikanten, aber wie viel Geld? Und was für Praktikanten? Wollten's. Schnauze jetzt, du hast eine Sendepause. Wie viel wollen Sie jetzt für die Stunde? Für ein Tausender. Tausender. Warum denn den Tausender, wenn ich frage? Minimal 800. Warum denn aber ein Tausender? Digga, das ist eine Häckslermaschine. Ja, aber Junge, ist der umgoldet oder was? Ja, ja, normal. Wie wär's denn mit 600, 600, 500 Euro? Ich hab gesagt minimal 800. 750. 800. 750 und sie kriegen meinen Praktikanten für einen Tag. Nee, brauche ich nicht. Junge, wer hat eigentlich mit dir geredet? Du bist ein kleines Stück vom Kuchen. 750 und du kannst was mieten von mir. Bin voll. Ja, dass du voll bist, ist mir schon klar. Bin ich gesagt, 800 oder nicht? Was? Entweder 800 oder gar nicht. Lass 780 mal, komm. Nein. 850. Hä? 780. 850. Okay, auf 800 hochgehen. 900. Nein, die 20 Euro, die brauche ich, um mir einen Döner zu kaufen. Döner kostet 4 Euro, aber gut, ja. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, Döner für die ganze Familie, weißt du doch. Ja, Junge, du hast keine Kinder. Wie viele Kinder hast du erzeugt? Genug für guten Unterhalt. Ich kann keine Kinder zeugen. Ja. Hab ich nicht gesagt, aus Sendepause? Doch, da kommen noch Babys raus. Ja, du hast doch gesagt, der Lehrer hat Sendepause. Warum redest du da noch? Also, wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal den Mund zumachen, okay? Wann spielen wir, wenn ich du wäre? Perfekt. Nö. Wie gesagt, auf jeden Fall. Weißt, was abgeht. 780 Euro, okay. Perfekt. 800. Nein, 800. Minimal. Kauft euch einen eigenen oder mietet euch einen eigenen. Ja, sicherlich kaufe ich mir einen eigenen. Es geht hier um die Miete für 20. Komm, ihr könnt auch 20 runtergehen. Nein. 800 und tschüss. 790. Guck mal kurz beim Händler und guck mal, wie viel der dort bei. Ich guck mal, was die für ein Feld haben. Dann red weiter. Welches? Wir haben die 25 als mal Feld. Okay. Da rentiert sich ein eigener Händler. Warte mal. Ja, okay. Ich guck mal, Hexen. Ja, wie habt ihr, wie viel? Junge, 1000 Euro passt doch. Ist gut jetzt. Das braucht sie eh nicht mehr wie eine Stunde. Ganz ehrlich, 800 Sachen mehr. 800. Junge, 1000 Euro passt doch. Passt. Digga, wenn's ey, Matthias, ich red doch grad. Ey, wenn du den mieten willst, im Händler, hallo, 20.000, ich hab auch schon geregelt mit Chris. 800 machen wir jetzt, fertig. Bei dem bringt es gar nichts, 20.000. Ja. Für das kleine Feld. Ist ein reines Minusgeschäft. Deswegen machen wir 800 pro Stunde und das passt. 900. Passt. 800 passt, fertig. Ich mach einfach einen Rübenruder, dann ein wenig teurer. Nix hier, dann holen wir uns einen Kappa. Wir machen einen Rübenruder teurer. Na gut, wir machen aber die Melasse raus, Siliermittel. Sollte ich schön selber zahlen. Das Scheißzeug ist mir scheiße teuer. Ich den Abfahrer. Ja, gesagt, ich dünge jetzt erst einmal. Mit den Zuckerrüben hat man wahrscheinlich einen guten Ertrag rausbekommen. Ich komm, bin Alter, schon wieder auf dem Weg. Das Zeug kostet 3000. Nein, ich sag das ja mal eben. Aber das Geldmittel kriegen die nicht geschenkt, ganz ehrlich. Ich bin nicht da. Scheißen wir Geld oder was? Was sehen wir aus, als wenn wir Geld scheißen? Ja, schon mal ausstellen.
Ach jo. Simi, ich freue mich echt aufs neue Projekt. Ja, schon. Du hast jetzt die komplett fertige Ding noch nichts hin, ne, Gunni? Was hast du noch verändert? Also komplett fertig nicht. Ja, es ist halt komplett fertig. Ja, wie von A bis Z. Von A bis Z? Ja, aber ich glaube, das Silo reicht uns ein bisschen. Wolle ist eigentlich unser Silo. Oh, ich weiß, muss er drei mit Kaffee und Kasse. Sie? Ja. Ah. Also. Ich muss mal kurz meine Freundin was fragen, weil die gerade rumgeschrien hat und diese Neue. Nein, ich bin erst bei 7000 Liter, ich bin gerade erst gekommen. Sag mal bei 80 mal Bescheid. Ja. Nee. Ah, 300k haben wir drin. Empfindlichkeit einstellen und das sehr schnell einstellen. Mal sauber machen. Entschuldigung, wieder schauen. Sachen packen. Wochenende bin ich beim Freund. Kommst du zum Meeting dann, oder? Ist der Meeting? Ja, Samstag 19 Uhr. Fuck, ich bin bis Montag. Dann muss ich absagen. Musst du mir sagen, was los ist da? Weil los war. Ja, oder du kommst halt eben. Warschau, das gehört auf Handy, oder? Naja. Aber da kann ich in keinen Channel rein. Ja. Keine Ahnung, geht bei mir nicht. Ich hab so oft geklickt auf die Channel, also. Ja, dann musst du auf die Channel und dann auf den Mikrofon weiterreden, wie ich so. Weil da müsstest du ja unten so ein Fenster öffnen, wo man dann sieht, wie viele Leute da sind zum Beispiel und sowas halt. Da muss unten Sprachchat beitreten, wie sie stehen. Muss mich halt dann am Samstag. Nochmal dran erinnern. Weil ich jetzt wahrscheinlich. Bin jetzt bei 80. So. Gib mir 90. 98. Ja, okay. Ab. Achso, du bist ja schon da. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne ein Abo und ein Like da. Schaut gerne zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.